Hey, ich bin Valentin und ich habe seit über einem Monat kein Video mehr hochgeladen. Das liegt einfach daran, ich bin umgezogen und ich wohne jetzt in Leipzig und studiere hier. Und trotzdem ist es schön, wieder zurück zu sein, wieder Videos für euch zu machen, auch wenn ich nicht weiß, wie regelmäßig ich es schaffe. Aber die Liebe dazu steht und Liebe ist auch der Titel dieses Videos. Und Liebe ist ein Gefühl. Aber woher weiß ich eigentlich, was ich fühle, wenn ich etwas fühle? Kann man Gefühle irgendwie messen? Oder woher weiß ich, dass ich jemanden liebe? Nun, die Antwort ist relativ einfach. Wir wissen selbst am besten, was wir gerade fühlen, weil wir es am besten selbst interpretieren können. Aber man kann heutzutage auch Gefühle auslesen über Hirnwellen. Hirnwellen zeigen an, welche Hirnareale zurzeit aktiv sind und daraus lässt sich schlussfolgern, was eine Person gerade fühlt. Und fast jeder, der der Art Mensch angehört, kann Gefühle fühlen. Es gibt allerdings, und dieser Anteil ist sogar mit 10% relativ hoch, Menschen, die keine, überhaupt keine Gefühle fühlen können. Es ist mehr verbreitet bei Männern als bei Frauen, mehr bei Armen als bei Reichen und mehr bei Geschiedenen als bei Verheirateten. Und es ist gleichzeitig irgendwie traurig, aber gleichzeitig auch interessant. Aber meistens tritt dieses Wesen nicht wirklich hervor und man bemerkt es nicht immer, weil die meisten können ablesen, wie andere auf bestimmte Situationen reagieren und reagieren dann entsprechend, verhalten sich entsprechend auch so und nur in Einzelfällen merkt man diese Alexithymie. Aber woher kommt diese Gefühlskälte? Nun, man geht davon aus, dass wie bei vielen psychologischen Schädigungen die Kindheit damit zusammenspielt, dass kalte Kindheiten, gefühlsarme Kindheiten wahrscheinlich dazu beitragen, dass es zur Alexithymie kommt. Aber trotzdem, die meisten Menschen können Gefühle haben und die meisten Menschen können dementsprechend auch Liebe zeigen und jemanden lieben. Und es gibt nicht nur die wahre Liebe, sondern es gibt verschiedene Arten von Lieben. Hier mal drei als Beispiel. Nummer 1 ist die elterliche Liebe zu den Kindern. Und das ist logisch, wenn man bedenkt, dass unsere Vorfahren, die, ich nenne sie jetzt einfach mal Vormenschen, um alle zusammenzufassen, die sozusagen vor uns kamen und unsere Entwicklung beigetragen haben, dass die Leute am besten überlebt haben, die ein Kind hatten und dieses Kind gepflegt haben. Denn der Mensch bekommt ja normalerweise nur ein einziges Kind und dieses muss dann gepflegt werden, solange bis es sich selbst versorgen kann. Und das dauert beim Mensch circa 12 bis 16 Jahre, bis das Kind wirklich alleine fortpflanzungsfähig ist auch wieder. Und so lange muss es gepflegt werden. Nummer 2 ist die kindliche Liebe zu älteren Personen bzw. besonders der Mutter, was auch evolutionär logisch ist, einfach damit das Kind, was ja meistens sich an den Erwachsenen orientiert, Erwachsene sind stark, haben Nahrung und können damit das eigene Überleben sichern. Und der Überlebenstrieb ist der wichtigste und größte Trieb, den wir Menschen haben und den auch jedes andere Lebewesen hat. Nummer 3 ist die wahre Liebe, die Liebe zwischen zwei Menschen. Ich gehe in diesem Video mal von der Heterosexualität aus, also die Liebe zwischen Mann und Frau. Und warum wir lieben, ist bis heute interessanterweise nicht geklärt. Wir wissen nicht, woher die Liebe kommt oder warum sie existiert, weil prinzipiell wäre es doch logischer, wenn wir mit so vielen Partnern wie möglich uns fortpflanzen würden, um einen möglichst großen Genpool heranzuschaffen, möglichst viele verschiedene Gene mit verschiedenen Partnern auszutauschen, um so viele mögliche Nachkommen zu zeugen, wie es nur geht. Aber wahrscheinlich sind die Leute, die mit vielen Partnern Geschlechtsverkehr hatten, an Geschlechtskrankheiten gestorben und deswegen haben wir heute meist nur einen Partner, in modernen Zeiten Lebensabschnittspartner genannt. Und viele Beziehungen zerbrechen nach 3 bis 7 Jahren. Das ist so die Zeit, die die meisten Beziehungen aushalten. Was auch dazu spricht, nach 3 bis 7 Jahren sind die meisten Lebewesen so weit, dass sie sich von selbst allein weiterentwickeln können. Bei Menschen sind 3 Jahre vielleicht ein bisschen kurz. Der Mensch kann dann gerade alleine gehen und könnte sich zu anderen Personen gehen. Und nach 7 Jahren kann man so erste eigene Denkansätze entwickeln, was wahrscheinlich deshalb dieser Zyklus ist. Aber natürlich können Beziehungen auch länger halten, wenn man daran arbeitet. Kommen wir mal zur Verliebtheit. Und hier ist es interessant. Männer verlieben sich nach durchschnittlich 3 Dates in eine Frau. Bei Frauen ist das ganz anders, dort sind es durchschnittlich 14. Für das Zustandekommen von Verliebtheit müssen allerdings verschiedene Dinge stimmen. So zum Beispiel das Aussehen, sehr wichtig für Männer bei Frauen, aber zum Beispiel auch der Zeitpunkt. Man muss selbst offen sein für eine Beziehung. Es ist aber auch wichtig, dass der Intellekt der anderen Person mit dem eigenen
ungefähr übereinstimmt und auch der soziale Hintergrund, damit man die gleichen Vorstellungen hat. Und einen größeren Einfluss, als man denkt, hat wahrscheinlich auch der Geruch. Der Geruch definiert sich vor allem über das Immunsystem und unterschiedliche Immunsysteme ziehen sich gegenseitig an. Deswegen ziehen sich auch unterschiedliche Gerüche sehr stark an. Das kommt daher, weil Immunsysteme sehr großen Einfluss auf den menschlichen Geruch haben und unterschiedliche Immunsysteme sich gegenseitig ergänzen. Also große Unterschiede im Immunsystem sind attraktiv für jeweils den anderen Partner, weil sich diese ergänzen und dem Nachkommen damit die größtmögliche Überlebenschance bieten. Wollt ihr einen interessanten Fakt? Wenn man Frauen männlichen Achselschweiß auf die Lippen schmiert, dann verkürzt sich deren Menstruationszyklus. Gut, das sind jetzt ein paar unwichtige Fakten, aber wenn ihr mehr Fakten über die Verliebtheit und so weiter wirkt, meine Kollegen vom Survival Guide haben dazu weitere Videos, ich verlinke die euch unten einfach mal. Wenn du dorthin gehst, schreibt denen, dass ihr von mir kommt und sagt denen mal liebe Grüße. Aber wir kennen es ja schon, der Geist kann die Emotionen, die Gefühle im Körper meist nicht unterdrücken. Das ist bei der Verliebtheit so, aber zum Beispiel auch beim Lügen. Und so gibt es verschiedene Hinweise darauf, dass eine Person lügt, die relativ eindeutig sind. Auffallend können zum Beispiel sein, wenn die Person anfängt zu schwitzen. Das ist meistens nicht wirklich merkbar, aber man kann sehen, wenn eine Person die Frage wiederholt, die man gerade gestellt hat, kann das darauf hindeuten, dass die Person nachdenken muss und deswegen Zeit gewinnen möchte. Außerdem könnte sie fragen, wie meinst du das, um auch nochmal Zeit zu gewinnen? Und mehr als 60% Augenkontakt in der Zeit, in der man redet, sind auch verdächtig, denn Leute, die die Wahrheit sagen, halten nicht die ganze Zeit Augenkontakt. Zu viele Details sind meistens auch sehr trügerisch, denn damit versucht die Person auch wieder Zeit zu gewinnen. Und auch etwas, was sehr, sehr markant ist, Barrieren aufbauen. Wenn man sich zum Beispiel am Küchentisch unterhält und der lügt, könnte zum Beispiel den Salzstreuer zwischen sich und euch stellen. Und das ist ein relativ eindeutiges Zeichen, dass jemand lügt. Ähnlich ist es bei der Verliebtheit. Viele können ihre Gefühle nicht wirklich unterdrücken und der Körper zeigt das auch sehr häufig. Und ich möchte es jetzt mal bei Männern und Frauen unterschiedlich demonstrieren und wie gesagt, wir reden hier von heterosexuellen Beziehungen. Fangen wir mit dem Mann an. Ein Mann versucht sich Respekt zu verdienen. Dazu ruft er andauernd an, er zeigt stetige Präsenz, ist immer bereit und wenn es ein Problem gibt, dann ist er zur Seite und möchte helfen. Ganz eindeutig ist auch das Vorstellen vor der Familie. Wenn ein Mann anfängt, die Person seiner Wahl, die Frau, vor Freunden und Familie vorzustellen, dann ist das ein sehr eindeutiges Zeichen, dass der Mann etwas für die Frau empfindet. Und auch Berührungen sind etwas sehr Intimes, weil normalerweise Leute, die miteinander nur befreundet sind, berühren sich eigentlich nicht andauernd, sondern machen vielleicht mal einen Spaß, aber das war's dann auch. Aber ein Mann, der verliebt ist, der versucht, die Frau andauernd irgendwie zu berühren, sei es nur ein Klopfen auf die Schulter oder das Auflegen der Hand auf den Rücken, wenn er die Frau zuerst durch die Tür gehen lässt. Männer, die verliebt sind, wollen alles über eine Frau wissen. Dazu fragen sie lauter persönliche Fragen über Träume, Wünsche und was alles noch im Leben passieren soll. Und wenn sie offen sind, auch selbst dann der Frau noch etwas erzählen, ist das ein noch eindeutigeres Zeichen. Ebenfalls Augenkontakt ist ein relativ eindeutiges Zeichen. Stetiger Augenkontakt und vor allem auch längerer Augenkontakt, länger als 2 Sekunden, ist häufig sehr, sehr eindeutig. Und die berühmte Nervosität. Wie beim Lügen auch, das Streichen durch die Haare oder über das Gesicht kann häufig auch ein sehr eindeutiges Zeichen sein. Bei Frauen ist das ein kleines bisschen schwieriger. Ihr wisst, Frauen sind auch für mich ein Rätsel immer noch, aber es gibt ein paar Zeichen, die ich bei der Recherche herausgefunden habe, die es wohl sein sollen, aber schauen wir uns die einfach mal an. Augenkontakt ist ein sehr, sehr kraftvolles Argument. Es kann sein, dass eine Frau einen Mann länger anschaut, auch ebenfalls 2 Sekunden ist so eine Grenze, eine magische Grenze. Aber auch kurze Augenkontakt und dann das nach unten wegsehen als Herausforderung zum Hey, komm her zu mir und sprich mich an, hab den Mut, zeig mir das. Frauen, die auch etwas empfinden, die schenken auch zurück. Viele Frauen, die nichts empfinden, werden von Männern sehr häufig beschenkt, was auch eine typisch männliche Eigenschaft ist. Und Frauen, die auch etwas empfinden, die schenken zurück. Sie geben etwas zurück und wollen sozusagen auch, wie gesagt, Schulden machen. Sie lassen sich auch beschenken. Frauen, die nichts für einen Mann empfinden, lassen sich häufig nicht beschenken und lehnen ziemlich vieles ab. Nervosität kennen wir schon vom Mann. Passiert auch bei Frauen das Herumspielen mit Kettchen oder Armbändern und so weiter. Übergeschlagene Beine in Richtung des Mannes können auch ein Zeichen sein. Oder auch das Vorstellen von Freunden oder Vorfreunden. Und wenn dann eine Freundin sagt zum Beispiel, hey, ich habe schon viel von dir gehört, ist es auch ein gutes Zeichen. Frauen sind häufig auch anpassungsfähiger als Männer und fangen an, sich für ein Thema zu interessieren und
sich darüber zu belesen und zu recherchieren, was den Mann interessiert, einfach nur, um mit ihm Kommunikation zu haben, um sich mit ihm unterhalten zu können über ein bestimmtes Thema. Und natürlich denken Frauen auch viel nach, das wissen wir, und denken auch an den Mann. Zum Beispiel vor Prüfungen schreiben sie gerne mal eine SMS mit: Hey, viel Erfolg bei deiner Prüfung. Das kann ein Zeichen sein. Und nein, ich bin kein Frauenversteher, es hat mich auch viel Recherche gekostet und ich vertraue einfach mal auf die Quellen, die ich gefunden habe. Aber wenn ihr eine Frau seid oder ein Mann, schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr denkt, welche Punkte stimmen und mit welchen ihr nicht so wirklich übereinstimmt. Viele Punkte sind schwammig, aber viele können auch gedeutet werden als Interesse zumindest. Und es ist natürlich schwierig, immer abzugrenzen, weil jeder auch anders reagiert, aber das sind so die Punkte, an denen man so sich orientieren kann. Verliebtheit ist etwas Schönes, Spannendes, aber gleichzeitig auch etwas Angstvolles. Was ist, wenn mich der andere ablehnt und in die sogenannte Friendzone steckt, die Freundschaftszone? Jemand möchte keine Beziehung mit einem haben. Man selbst empfindet Gefühle für jemand anderen, aber dieser andere möchte nicht mehr als Freundschaft. Es ist wahrscheinlich eines der härtesten Sachen, die einem Menschen passieren können, aber es kommt leider viel zu häufig vor. Zuvorkommen, viel Kontakt und dauerhafte Präsenz sind meistens unattraktiv und führen dazu, dass man schnell in die Freundschaftszone gesteckt wird. Denn es ist bei uns immer so, wer viel Zeit hat, ist meistens nicht sehr attraktiv, sondern hat einfach nichts zu tun. Aber die Leute, die etwas tun haben, mit denen kann man etwas erleben. Die haben etwas vor, mit denen kann man etwas machen, mit denen kann man etwas anfangen. Sie sind begehrt. Und was andere begehren, das will man auch selber haben. Das sieht man ja an vielen Sachen. Man will immer das haben, was man nicht hat. Und wenn man selbst freie Zeit hat, dann möchte man jemanden, der auch viel Freizeit hat. Weil man möchte ja mit ihm was anfangen, irgendwas machen. Und das ist ein Problem, was sehr, sehr häufig mit der Friendzone zusammenkommt. Investieren führt zu Bindung. Häufig bei Männern, die viele Geschenke und viel Zeit in eine Frau investieren und dann sehen müssen, wie diese Frau sie ablehnt und zum Typ von nebenan gehen, der nicht ansatzweise so nett oder so präsent ist. Und das ist ein häufiges Problem, weswegen Leute gefriendzoned werden. Leute, die investieren, binden sich an etwas. Das nutzen auch Firmen aus im Marketing, so zum Beispiel Apple als bekanntestes Beispiel. Die Smartphones sind relativ teuer und die Produkte insgesamt sind relativ teuer, aber die Leute, die da rein investieren, sie binden sich an Apple und fangen an, es zu lieben. Und das ist eine gelungene Marketingstrategie. Doch es gibt Wege aus der Freundschaftszone, die nicht zu 100% funktionieren, aber sie können es. Frag die andere Person, ob sie etwas für dich tun kann. Lass sie für dich arbeiten, in dich investieren, damit dein Wert in ihren oder seinen Augen steigt. Berührungen sind Gold wert, sie bringen Intimität hervor und zeigen, dass man mehr möchte als nur Freundschaft. Und mach dich weniger verfügbar, zeig, dass du etwas zu tun hast, dass du nicht immer zu haben bist. Antworte nicht sofort auf eine SMS, sondern schreib einen Tag später, lass ein paar Stunden vergehen und zeig, dass du auch ein eigenes Leben hast. Aber ob das dann trotzdem klappt, ist es kein Garant. Und ich bin auch kein Beziehungsberater und ich will es auch gar nicht sein, sondern mich interessiert einfach nur, warum Leute etwas tun und wie sie denken dahinter. Und es ist Fakt, dass die meisten funktionierenden Beziehungen, auch lange Beziehungen, meistens auf wenig Geschlechtsverkehr beruhen, auf Resignation und Unsicherheit. Und vor allem auch Treue sind sehr dazu beitragen, dass Beziehungen sehr lange halten. Wir ziehen daraus, sei einfach du selbst, leb dein Leben und lass dir von niemandem etwas vorschreiben. Verstell dich nicht, sondern sei ganz du selbst. Und wer ich bin, das wisst ihr ja. Valentin, und unsere Welt ist fantastisch. Ah.